So, weiter geht's hier. Ich habe jetzt weitergeklickt und in dieser Mission können Sie Punkte ausgeben, um zusätzliche Einheiten mitzunehmen. Gehen Sie mit der Maus über eine Einheit, bla bla bla. Okay, also wir können jetzt Punkte ausgeben, können Einheiten kaufen und gucken halt dementsprechend, was wir hier. Brandground der 6. Armee. Also MG, das ist ein. Was ist das denn? Universal Carrier. Will ich eigentlich nicht haben, nicht zwingend. Matilda. M3 Stewart. Also ein Lee. M3D müsste das ja sein, ne? Aha, so werden die Punkte ausgegeben. Okay. Wir nehmen noch eine Brandgun mit. Die ist ohnehin schon dabei, die kann ich nicht ausgeben. Okay. Ja, hier von einmal und in den Infanterie. Mehr gibt's nicht. Aber wo steht denn, was das exakt kostet? Ach, hier kostet 41,66. Okay, ich hab alles verballert. Den habe ich einmal mit. Ja. Dann würde ich sagen, legen wir los. Gut, in Richtung, halten Sie den Konvoi auf, zerstören Sie ihn. Und auch die LED-Punkte. Okay. Das merken wir uns hier. Ich fange an. Hier schon die erste Siedlung. Was soll das sein? Panzersperren, das ist doch. Kriege ich so wahrscheinlich nicht weg. Wäre also unsinnig. Wo sind meine Panzereinheiten? Wo sind meine Panzer? Ich habe keine Panzer. Doch, da oben sind sie. Die kommen all. Ne, das ist der gegnerische Konvoi. Ja, hell, wo sind meine Panzer? Oh Gott! Ich habe so viel Warfighter gespielt, dass ich all den Krempel hier auswendig kenne. Mehr oder weniger. Oh, gut, die sind ja nicht ohne Grund so positioniert, nur. Was haben wir hier noch? Artilleriesperrfeuer. Gut, ich schicke die erstmal jetzt. In Blenheim auf die Siedlung, oder? Moment. Was haben wir hier für Einheiten? Das ist ja nur ein Konvoi mit drei Panzerfahrzeugen. Das ist jetzt noch nicht so. Schicken wir auf die Siedlung. Artillerie, gut, die habe ich noch nicht aufgedeckt, kann ich noch nichts hinschicken. Schick ich. Ja, ich mach das erstmal. Ich will das. Wegen dem Ausprobieren. So, ich kann hier nichts machen, weil ich wahrscheinlich. Soll nicht stimmen. Was ist denn da? Eine andere Infanterieeinheit oder was? Muss ja. Aber wir wurden befördert. Wir werden uns jetzt dort weiter aufhalten. Und fahren hier vor. Kann ich den treffen? Nein, das ist alles zu weit entfernt. Der Cargo fahre ich runter. Das sind aber doch recht viele Panzer. Oh. Also der wird nicht mehr befördert, nie wieder. Kann ich nicht sehen, ist allzu weit entfernt. Gut, man kann auch nicht alles in der ersten Runde erledigen. Und dann sind wir hier fertig. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh. Das ist natürlich blöd, wenn man da so. Oh, Truppen wurden ausgeladen. Ach du Scheiße. Ich bin wieder da. Artillerieschlag. Natürlich nicht sehr genau. Aber direkt getroffen. Er ist im Rückzug. So, komm her.
Könnt dich ja treffen. Probier's halt mal. Nehmen. Würde ich wohl auch schießen können. Natürlich kann ich ihn nicht so gut treffen hier. Ich bin hier runter. Wie sieht's denn mit dem aus? Komm ihm mal hoch. Der hat ja mehr Volk. Gucken wir, ob wir treffen. Das ging auch daneben. Den kann ich auch nicht treffen, den kann ich auch nicht treffen. Aber ich werde mich hier oben positionieren. Ich werde auch hier bleiben. So, hier warte ich noch, bis die bis der Bomber angekommen ist. So, hier habe ich noch meine Krieger. Wäre für mich gut, wenn der Konvoi zerstört wird. Aber ich wurde befördert. Wir sind hier relativ sicher. Ach ne, den habe ich runtergeschickt. Gut, wir halten uns erstmal hier auf. Aber ich kann natürlich... Können die noch hier mit hin? Ne. Doch. Ne, doch. Also bewegen sich erstmal dahin. Kann ich die Einheiten... Kann ich jetzt auch nicht mehr ausladen. Und die schicke ich halt einfach hier hin. So. Oh, Artillerie. Alles klar. Wäre ja auch ein Unding, wenn die als einzige die Artillerie hätten. Oh. Hat mich jetzt ganz schön erwischt. Scheiß Hinterhalt. Naja, bevor. So, jetzt müsste eigentlich auch der Bomber noch mal loslegen, da, oder? Oh, geil, befördert. Jetzt frage ich mich, was die Beförderung bringt, denn... Ja, das wird sich wohl auch noch zeigen dann, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, was die Beförderung bringen soll. Die Einheiten. Jetzt müsste hier der Bombenschlag kommen. Jo, oh, das sieht auch aus. Jo, das ist schon heftig. Ja, werde ich machen. Also in die Siedlung. Hier hat sich ja auch noch welche. Ja, welche ist gut? Dann gibt es ja noch eine. Alles zwei hier. Die können aber nicht mehr schießen. Das ist natürlich blöd. Aber Hauptsache, die werden nicht mehr in der Artillerie festgehalten. So. Ich werde ausladen. Wieso kann ich nicht ausladen? Ne? Kann ich hier ausladen? Kann ich hier ausladen? Hier kann ich... ausladen. Kann der hier noch schießen? Der kann auch noch schießen. Siehst du? Scheint aber nicht allzu viel zu bringen. Gut, ich habe mal Abklingzeiten dorthin. Können die hier rein? Die können hier nicht reinlaufen. Okay, wir haben sie entdeckt. Stirbt! Kapituliert, befördert, super. Jetzt werden wir uns mit den anderen Einheiten um die Schlawutzkis da kümmern. Ich habe ja noch meinen Supertrupp hier. Aber nee, das werde ich nicht riskieren jetzt. Der kapituliert oder abgeprallt? Ich kann nicht erkennen, was das ist. Für den Typ Panzer. Schnell hier wieder mit dem Bullshit. Ich hasse manchmal diese Tooltips, wenn die immer wieder kommen, so als hätte man etwas zu tun, als sich diesen Katsch hier durchzulegen. Okay, der ist ein Rückzug. So, jetzt habe ich meine Truppen noch hier.
die nichts machen können, außer sich eventuell hier zurückzuziehen. Aber wo soll ich mit denen hin? Ich glaube, ich lasse sie lieber da, weil ich komme ja nicht weit genug weg hier. Mit denen hatte ich jetzt schon was gemacht. Ja? Oh! Gotcha! Also, dann sind wir fertig. Hier sind im Rückzug. Die sind auch im Rückzug. Ich weiß nicht. Ich sehe, wie sich diese Einheiten bewegen. Das ist so unrealistisch. So, als hätten sie ein bisschen was geschnüffelt, ne? Italienische Panzerkolonne im Westen. Okay, wir sollten also zusehen, dass wir durchhalten. Wer zieht sich hier zurück? Niemand zieht sich zurück! Oder uns diese Siedlung gehört? Mehr oder weniger. Kann ich die noch irgendwo hinschicken? Ne? Könnte ich nur zur Panzersperre schicken, ne? Wäre ein bisschen blöd. Noch bewegen sich die Panzer nicht. Oh, der wird mich wegfetzen. Könnte ich noch zurückfahren? Nein, ich habe leider alle Punkte verbraucht. Ich muss jetzt zusehen, dass ich mit meinen Panzern die hier alle mal aufbrauche. So, das ist ewig. Ich muss die wegschicken. Scheiße, das habe ich mir gedacht. Warum habe ich das jetzt gemacht? Das ist ja vollkommen unsinnig. Das war ja richtig dumm jetzt. Die ziemlich komplett zurück. Hier kann ich auch noch mal einmal feuern. Jetzt sieht noch ein Panzer. Also es, jetzt wird's latent knifflig, aber ich meine, das ist alles noch ein korrektes Löslicht. Das Möglichen, oder? Würde ich mal schätzen. Ich weiß nur nicht, wen nehme ich zuerst hier raus. Also versuche ich zuerst raus. Da könnte ich einen Schwerpunkt hinholen. Wozu? Zerstört! Kann ihn aber jetzt auch nicht mehr bewegen. Also müssen wir uns hier weiter oben aufhalten. Schnell bewegenden Zielnähe. So. Er ist auch im Rückzug. Alles klar, ich denke mal, wir könnten hier durchhalten. Panzer greifen die Siedlung an. Ach du Scheiße. Oh, ich bin im Rückzug. So, ich bin wieder dran. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier unten um. Einmal Sperrfeuer bräuchte ich gleich. Oh, wir müssen hier echt durchhalten. Ich muss den Carrier irgendwie hier an die Seite schicken. Die Einheiten lasse ich nur in der Siedlung. Kann ich die noch irgendwo hier platzieren? Ja, ich hoffe, das ist jetzt im Gebäude. Ich kann das gerade nicht gut erkennen. Sonst hatte ich ja nichts, weil er doch die hier noch. Können wir auch irgendwo hin. Das ist nicht in der Siedlung, sondern außerhalb der Siedlung. Ja. Ich sehe jetzt hier dort in das Gebäude. So. Ich hoffe, das reicht aus. Was machen wir jetzt? Ich brauche ihn nicht angreifen. Schießen kann ich auch nicht mehr, weil die
Strohsack. Da könnte ich noch hin und hier könnte ich auch noch hin. Wo bin ich denn? Ja. Ich kann nochmal schießen, das trifft sich gut. Wenn man trifft. Was denn so? Das trifft sich gut, wenn man trifft. Was Neues. Aber ich kann mich noch bewegen. Wow. Schacken. Hier könnte ich nicht hin, ich könnte... Schwierig. Warum sollte ich da noch hinschießen? Der ist doch fertig, verstehe ich. Daneben, gut. Wow! Artillerie. Lebt da noch was? Nicht mehr allzu viel, oder? Okay, wir haben Granaten. Abgeprallt. Das ist ja scheiße. Okay, das ist ein Rückzug. Ich denke mal, jetzt bin ich wieder dran. Ja, genau. So. Artillerie ist bereit. Könnte ich das hier hinschicken? Das ist die Frage. Könnte ich hier Artillerie raufknallen? Ja. Gut, also das hat nichts damit zu tun, ob ich da jetzt schon aufgedeckt habe oder nicht. Also gut zu wissen. Gut, der zieht sich zurück, den brauche ich also nicht hochschießen. Aber ich probiere es trotzdem. Oh, zerstört! Das lohnt sich doch dann langsam mal hier. Hier irgendwo hätten die Sperrfeuer. Warum sollten die hier ein Sperrfeuer aufschneiden? Also, was haben wir denn? Alles klar. Der ist weg. Gut, ich werde mit den zwei Panzern den hier noch jagen. Mit den anderen muss ich jetzt wieder zurück. Langsam. Das ist echt ein Ticken zu heftig. Was sollte ich mit den Einheiten machen? Die können ja gar nichts machen. Ich lasse sie jetzt einfach weiter hier drin. Und hoffe, dass sie die Panzer selbst ausschalten. Oder automatisch mit Granaten oder so. Schwierig, ne? Ja, super. Batterie schlafen, was wir hier so ausräuchern. Viel ist es nicht. Aber gut, man sieht ja jetzt auch nicht, ob da. Es kann sein, dass hier gar keine Einheiten mehr drin sind, dass einfach die Panzer die letzten Einheiten waren, die da drin sind. Und das heißt, ich muss sie jetzt hier vertreiben. Und mich selbst schützen. Durch die Vertreibung. Okay, ich kann nur bis hier. Nur bis hier. Ich bin wieder so nah wie möglich ran. Kann niemanden treffen von hier. Okay, der einzige Panzer, der da... Was wollte ich sagen? Egal. Der Panzer ist jedenfalls weg. So. Also ich würde sagen, wir... Die Truppen schicken jetzt auch endlich weg. Ah, verdammt. Gut, da gibt es keine Truppen mehr. Doch, einer ist noch da. Hat aber wohl keinen Bock mehr. Die habe ich gar nicht gesehen.
Wow! Da sind ja immer noch Einheiten. Gut, dann muss ich mit denen jetzt irgendwie durchhalten hier. Ich habe diese Einheiten gar nicht gesehen. Oh Quatsch. Ich schmeiß Granaten, macht ihn fertig. Na, ich glaube, der ist los. Ich kann nicht mal die Panzertypen erkennen irgendwie. Also nicht so richtig. So, ich bin dran. Aber sie können nichts mehr machen. Aber weg da. Er trifft nichts. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Gut, da können wir jetzt wohl nicht mehr allzu viel machen. Dem könnte ich noch bis hier. Nummer schießen. I can. Und treffe auch nicht. Gut. Jetzt hat deutlich mehr Bewegungspunkte. Zerstört, Bridge. Oh, den habe ich nicht getroffen. Aber ich kann auch mal schießen. Der hat unheimlich viele Bewegungspunkte. So, meine Einheiten lasse ich jetzt weiterhin in der Siedlung. Da ich nicht zu viele davon verlieren will. Ein Rückzug, okay, kann sich ruhig weiter zurückziehen, habe ich gar kein Problem mit. Hier oben ging gar nichts. Gut, mein Ziel war, das, den Konvoi aufhalten. Und das habe ich ja getan. Ziehe ich mich jetzt zurück. Ich gebe hier einfach nochmal Sperrfeuer rauf, obwohl es wahrscheinlich überhaupt nicht bringt. Komme ich hier noch weg? Zurück, was für ein Scheiß. Ja, du wirst ja alt drin, echt. Also mit den alten Einheiten fahre ich jetzt vor. Das ist komisch, weil es ja so aussieht, als würde ich direkt neben ihm stehen. Aber er trifft mich, oder wie? Digga. Ernsthaft. Okay, er befindet sich im Rückzug. Mein Bomber ist bereit. Würde aber halt auch noch zwei Runden dauern, bis er da wäre. Ich weiß nicht, soll ich hier noch was ausräuchern oder eben nicht? Ich könnte ihn ja überall hinschicken. Ich frage mich nur, was würde es mir bringen? Also da knall ich lieber hier noch ein bisschen was auf Dorf. Artillerie, Scheiße. Aber klug viel Artillerie. Was macht denn der Panzer da unten? Ist der jetzt weg? Oder? Weil mehr passiert jetzt nicht, ja? Oder was? Der eine Panzer ist auch weg. So, ich versuche jetzt endlich mich zu retten hier. Mal jetzt nehmen. Keine Ziele, ich kriege ja zu viel. Er ist im Rückzug, so jetzt rettet euch hier rüber. Puh! Wir haben es also geschafft, weitestgehend jedenfalls. Der ist weg, Bitch! So, ich werde nicht allzu weit ranfahren, damit wir ihn wegkaufen lassen.
Solche, oh ja, oh Gott, die Einheiten können wir schwer erkennen zum Teil. Aber ich hole die jetzt alle raus. Alles, was ich noch finde. Sie können keine. Ah, cool. Also es gibt jetzt erstmal keine Artillerie mehr hier auf meinem Kopf. Kann man auch. Nee, ich muss die Einheiten alle einzeln anwerfen. Hier drin ist nichts mehr. Die meisten sind weg. Aber okay. Passiert hier noch was? Ja, da vorne müsste was passieren. Oh, das war mein Bomber. Heiliger Strohsack. Sicher, sicher. Capture the flag. Ja, eigentlich sind wir hier fertig. Ich mach trotzdem mal alle Züge noch und schick die Einheiten hier und dahin. Ich denke, das war erfolgreich. Es dauert ganz schön lange, es kann natürlich auch an mir gelegen haben, aber wie gesagt, das ist ja heute der erste Tag, wo ich überhaupt mal dieses Spiel gespielt habe. Guck mal, ich muss auch warten, bis die Züge alle abgeschlossen sind. Was machen wir? Und oh, er kommt zurück. Mhm. Dann, ich wollte gerade sagen, dann müsste ich das doch jetzt abgeschlossen haben. Das Ziel ist erfüllt, super. So gehört sich das. Ach so, ich muss selbst noch auf abbrechen, auf abschließen klicken. Wir haben Verluste. Drei Panzer. Drei Panzer habe ich verloren. Seriously? Stören die alten Panzer? Was hab ich gemacht? Die Belagerung. Stuka. Durch den Vormarsch des frisch eingetroffenen Afrika-Korps. Ein Vorbereitung. Haben die Angriffskräfte den Angriff genommen. Ah ja, offensichtlich scheint man hier nur Amerikaner zu spielen. Aber ich habe irgendwas aufgelesen von Polen und was weiß ich nicht alles. Man kann aber nur immer bestimmte Einheiten natürlich in bestimmten Szenarien platzieren. So, ja, das würde ich sagen. oh, jetzt habe ich echt den Faden verloren. Ist egal, ich wollte jetzt hier erstmal Schluss machen. Und ja, was bleibt mir viel zu sagen? Ich weiß noch nicht, was ich von diesem Spiel halte. Ist doch sehr, sehr einfach gehalten. Ich meine, klar. Ich könnte irgendwo Einheiten platzieren und dann würde mich die KI wegfetzen. Kann sein, weil ich ja Fehler gemacht habe. Aber so rein von der Art und Weise, wie die Einheiten sich bewegen und dass man hier nicht allzu viel machen kann, das ist schon wieder so ein kleiner, ich sag mal, kleiner Minuspunkt irgendwie. Aber ich werde noch ein paar Runden spielen und mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Und ja, da sehen wir uns ja dann dabei. Also, ciao Leute.